L2 ist abgeschlossen gegen Vereinigung, Konkatenation, Stern und Homomorphismus. Und das gucken wir uns mal exemplarisch an. Wie ist die Idee? Nehmen wir mal irgendwie Vereinigung. Da hatten wir bei den rationalen Sprachen, waren wir, glaube ich, über die Automaten gegangen. So, wie ist das hier? Hier gehen wir, Automaten haben wir hier noch nicht kennengelernt. Also gehen wir hier über Grammatiken. Das heißt, wir nehmen uns mal eine Grammatik G1 und G2. Nein, zwei kontextfreie Grammatiken. Und die benennen wir auch mal irgendwie. Das ist V1, T1, R1 und S1. Und G2 ist V2, T2, R2 und S2. Das sind zwei kontextfreie Grammatiken. So, und jetzt konstruieren wir eine neue Grammatik. Und zwar wie folgt. Ja, wir vereinigen einfach die beiden. Idee ist, ähnlich wie wir es bei den Automaten gemacht haben, ja, wenn das meine erste Grammatik ist, ja, auch da habe ich irgendwie eine Startvariable, ich hatte dich S1 genannt, ja, da haben wir irgendwie hier unsere Regeln, das ist unsere zweite Grammatik, da haben wir unsere Regelmenge, auch da haben wir einen Startzustand S2 und wir führen einfach beide zusammen, definieren eine neue Startvariable, die nenne ich mal S neu, ja, mit einem Übergang dahin bzw. dahin, das heißt, ja, und dann habe ich die beide sozusagen parallel. Und rein formal sehe das dann so aus, G ist V1 vereinigt V2 vereinigt S neu. Ja, also die erste Regel, nee, machen wir gleich. So, als terminale Zeichen haben wir T1 vereinigt T2. So, dann haben wir als Regelmenge R1 vereinigt R2 vereinigt. Und jetzt müssen wir nur noch die, sozusagen den Start neu machen. S neu geht über nach S1 oder nach S2. Und Startsymbol ist S neu. So, und dann ist relativ klar, ja, dass das Folgende gilt. Ich kann ein Wort W in der Grammatik G ableitend ausgehend vom Startsymbol S neu. Genau dann, wenn ich entweder ableiten kann, S1 geht über nach W in der Grammatik G1 oder S2 geht über nach W in der Grammatik G2. Ja? Und das heißt, dass L von G gerade L von G1 vereinigt L von G2 ist. So, und ähnlich geht man vor bei der Konkatenation. Wie sieht das da aus? Auch da definiere ich G als neue Grammatik V1, V2 und auch wieder eine neue Variable S neu und T1 vereinigt T2 und die Regelmengen auch wieder R1 vereinigt R2. So, und jetzt kommt eine neue Regel dazu, S neu. Konkatenation heißt, wir machen erst S1 und dann S2. Ich schreibe einfach beide hintereinander. Diese Konstruktion, die können wir bei den rechtslinearen Grammatiken nicht machen. Ja, weil das ist keine zulässige Regel für eine rechtslineare Grammatik. Hier ist das kein Problem. Hier sind wir bei den kontextfreien Sprachen. Da kann auf der rechten Seite was Beliebiges stehen. Ja, diese Konstruktion geht aber bei den L3-Sprachen nicht. Da haben wir es halt auch entsprechend mit Automaten gemacht. Ja, und bei dem Stern, da würden wir vereinbaren, G ist V1, V2 vereinigt S neu, auch T1 vereinigt T2. Ach nee, das brauchen wir hier gar nicht. Da haben wir ja nur eine Grammatik. Machen wir es mit V1. T1, so, und jetzt kommt die Regelmenge dazu. Das ist R1 vereinigt mit S neu, geht über nach S1, nee, falsch. S neu, also Konkatenation, S1, S neu. Oder nach Epsilon. Ja. Und dann als Startvariable kommt das hier hin. So, dann hatten wir noch bei dem Homomorphismus, das ist ja einfach, dass ich von einem Alphabet auf ein anderes Alphabet abbilde. Da ersetze ich einfach jedes Zeichen in den Regeln
durch die Abbildung über diesen Homomorphismus. Und wir gucken uns jetzt noch kurz an Durchschnittsbildung. So, da ist die Aussage, dass L2 nicht abgeschlossen ist gegenüber Durchschnitt und Negation. Ja, warum ist das nicht der Fall? Das kann ich Ihnen eigentlich noch gar nicht jetzt genau sagen, weil ich eine Sache eben übersprungen habe. Das mache ich nächstes Mal. Aber wir zeigen einfach ein Gegenbeispiel. Ja, und zwar gucken wir uns zwei Sprachen an. Wir gucken uns die Sprache L1 an. Das ist die Sprache A hoch N, B hoch N und C hoch M. Das ist die eine Sprache. Für die können wir eine kontextfreie Grammatik angeben. Das ist die folgende. S geht über nach S1T. Ich gebe einfach nur die Regeln an. Ja, wir gucken uns zwei Teile an. Ja, die Grammatik besteht aus zwei Teilen. Aus S1 können wir A hoch N, B hoch N ableiten. Aus T können wir C hoch M ableiten. Dann haben wir S1 geht über nach A, S1B oder nach AB. Und T können wir ableiten nach C, groß T oder C. Ja, mit der Grammatik kann ich diese Sprache erzeugen. Dann gucken wir uns noch eine zweite Sprache an. Und zwar die Sprache L2. Das ist A hoch M, B hoch N, C hoch N. Ja, ist auch kontextfrei. Einziger Unterschied, hier habe ich sozusagen gleich viele B wie C. Hier habe ich gleich viele A und B. So, und die Vereinigung, der Durchschnitt beider Sprachen ist nicht kontextfrei. Das machen wir nächste Woche, beim nächsten Termin. So, wenn das Ding nicht kontextfrei ist, das heißt, wir haben ein Gegenbeispiel gefunden für den Durchschnitt. Das heißt, insgesamt ist die Sprachklasse nicht abgeschlossen gegen Durchschnitt. Ja. So, und Negation, das ist eine Folge aus fehlendem Abschluss gegen Durchschnitt. Ja, das sind die demorganischen Regeln. Ja, wenn es abgeschlossen wäre gegen Negation, dann müsste auch der Durchschnitt abgeschlossen sein. Ist aber nicht der Fall. Also kann das nicht abgeschlossen sein. Also Annahme, wenn das abgeschlossen wäre gegen die Negation, ja, dann wäre auch, wenn wir zwei Sprachen haben und dann mal die Negation bilden, die Negation dieser beiden Sprachen, die vereinigen, das Ganze wieder negieren, das ist gerade die de Morganische Regel, ja, dann müsste auch das, also L1 geschnitten, L2 abgeschlossen sein. Das haben wir aber gerade gesagt, dass es das nicht ist. Okay. Also, ein paar Eigenschaften von kontextfreien Sprachen. Wie gesagt, abgeschlossen gegenüber Operation Vereinigung, Konkatenation, Stern, Homomorphismus und nicht abgeschlossen gegenüber Durchschnitt und Negation.